Die Hundenase ist durch nichts auf der Yacht zu ersetzen. Wir können noch so viel Technik einsetzen. Wir können Wärmebild und Drohnen und Zip und Zap. Wenn das Wissen und das Können verloren geht, Hunde im Yachtbetrieb einzusetzen, können wir eigentlich einpacken. Dann ist es vorbei. Wir befinden uns im Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Patrick Rath. Ich führe Deutsch-Strata-Hunde, überwiegend Deutsch-Strata-Hunde und nebenbei auch noch Bracken und habe auch diverse andere Jagdhunderassen schon geführt und bin also kein Rassefanatiker, habe aber für die Rasse mehr oder weniger oder die Rasse für mich als am geeignetsten letzten Endes rausgefunden und ja, betreibe seit wenigen Jahren den Deutsch-Strata-Zwinger vom Forsthaus Homrichhausen und befinde mich da auf dem Weg. Bei Bad Berleburg liegt das wunderschöne Forsthaus Homrichhausen, in dem sich alles um Wild, Jagd und Hunde dreht. Als ich Berufsjäger Patrick im Juni 2021 besuche, werde ich zunächst von seiner Drahthündin Fonda begrüßt. Und wie man unschwer erkennen kann, gab es hier im Forsthaus in den letzten Tagen durchaus bewegende Neuigkeiten. Ein schöner Anlass, Patrick über die Schulter zu schauen. Vom Welpen zum Jagdgebrauchshund. In dem Wurf drin, die hatte 11. In der Wurfkiste krabbeln lauter kleine Wonneproppen. Was hat sich Patrick bei diesem Wurf gedacht? Also den C-Wurf, den ich in diesem Jahr nach langer Zeit gemacht habe, es hat wirklich lange Zeit gedauert, bis ich einen Wurf wieder gemacht habe. Hundezucht ist auch nicht ganz so einfach. Es muss die passende Hündin und der passende Rüde irgendwann zur Verfügung stehen. Nicht jede Hündin ist auch gleich Zuchthündin und nicht jeder Rüde sollte gleich Dickrüde sein. So hat es bei mir gute 8 Jahre gedauert, bis ich endlich wieder mal einen Wurf gemacht habe, mir das auch sehr gut überlegt habe, was für Elterntiere ich dann nehme. Ich habe mir dabei gedacht, da ich diese Hündin, die hier gerade neben mir sitzt, als sehr ruhig empfinde, einen etwas agileren Rüden da drauf zu lassen, als Deckrüden zu nehmen, den ich selber auch ausgebildet habe, der genauso wie sie auch letzten Endes in Härte und Schärfe nichts vermissen lässt. Wo ich aber weiß, dass wenn ich die Welpen abgebe, dass ich die auch an Erstlingsführer unter Umständen abgeben kann. Hier war es so, ich hatte im Vorfeld genügend Anfragen. 4, 5 Anfragen sollte man im Grunde genommen schon haben, bevor man überhaupt einen Wurf plant. Also so ins Blaue rein einen Wurf machen und glauben. In aller Regel sind die Würfe dann auch irgendwo zwischen 6 und 10 Welpen stark und man hat nicht im Ansatz die Möglichkeit, einen Welpen unterzukriegen. Gerade für junge Zwinger, A-Würfe, B-Würfe, auch C-Würfe, die noch kein Mensch kennt, ist es dann schwierig, auch die Welpen an den Mann zu bringen. Also das war hier nicht der Fall. Ich wusste, dass ich sicherlich 4, 5 Hunde unterkriege und selber auch welche behalten wollte. Und die sind an Kollegen von mir gegangen, zum Teil an wirklich erfahrene Hundeführer mitunter, aber auch an Erstlingsführer, die sich alle durch die Bank jetzt gut präsentiert haben auf den Jugendsuchen im Frühjahr. Und jetzt bleibt es halt abzuwarten, wie haben die Leute weiter ausgebildet. Den einen oder anderen kann ich verfolgen. Und wie geht es jetzt im Herbst bzw. im nächsten Jahr dann mit denen weiter? Die angesprochene Jugendsuche ist das erste Zwischenziel auf dem Weg zum Vollgebrauchshund. Bis dahin ist noch ein weiter Weg zu gehen. Momentan ist Patrick eher damit beschäftigt, Tag für Tag die Gewichte der kleinen Welpen zu kontrollieren, zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Doch die Prägung beginnt eigentlich schon viel früher. Den Film über den Weg vom Welpen zum Jagdhund, den findet ihr in voller Länge auf Hunt on Demand. Ebenso wie den Film zur Jugendsuche VJP. Dabei hat die viele Reize. Letzten Endes glaube ich, dass das kriegt.